Also Leute, ich habe keine Ahnung von diesem Champignon. Also wir haben kurz im Dingens ja was gesehen. In diesem Riot-Livestream-Trailer oder sowas. Wir machen es so, wir gucken es uns erstmal an. Danach gehe ich alles durch mit euch, okay? Ihr müsst mir sagen, wie das Sound bei euch ist. Ich weiß gerade selbst gar nicht. Also das mit dem Einnehmen, was wir bereits gesehen hatten. Sieht aber cool aus, to be honest. Also eine Kuh als Blade of the Rune King. Der Sound ist etwas laut. Okay. Ne, ist PBE, der sollte bald kommen. Das heißt, ich mache wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Gehe ich auf PBE und zock ihn an. Hier wird sein Schwert sehen, aber viel zu groß aus. Das turnt mich persönlich mega ab. Uff, Digga, was ist das für ein Grab? Sieht aus ein bisschen wie Falcon und dann Grab. Falcon, Grab. Okay. Ist chargeable. Uff, Digga. Das sieht einfach mal anders geil aus. Aber ich sag's euch, die Fähigkeit wird richtig schlimm. Die Fähigkeit wird richtig Balancing Nightmare. Was ist das? LOL? Was ist denn das? WTF? Ey, yo, hä? Okay, Viego can temporarily possess enemy champions, he helps killing. Healing for a portion of the ma- Oh, natürlich hielt er sich auch noch. During possession, Viego's items, attacks and non-ultimate abilities become those of a slain enemies. Okay. And he gains a free cast of his own ultimate heartbreaker. While possessing an enemy, Viego also gets bonus movement speed when moving towards enemy- What the fuck? What the fuck? Er kriegt also technisch gesehen ein zweites Leben. Ich frage mich, was passiert, wenn die eingenommene Person stirbt? Ob er dann mitstirbt? But that's some weird champ. Krass. Nein, es ist immer noch die Passive. Okay, okay. Blade of the Rune King. Müssen die da nicht das Item name changen? Viego's attack deal a percentage of his target's current health as bonus damage on hit. Also wie Blade. When Viego attacks an enemy he recently hit with an ability, the attack strikes twice. Lol. The second strike siphons health from the target instead of dealing regular damage, but still applies on-hit effects and can strike quickly strike. Warte mal, the second strike siphons health from the target instead of dealing regular damage. What? This passive is maintained during possession. Was zum Fick? Viego steps forward with his blade damaging on. Oh, aktive gibt's auch noch gleich mit, Leute. Let's go! Let's go! Leute, balancing night. Ich hab grad mal seine Passive und seine Kuh gesehen. Nice, Digga! Nice! Gib mir noch gleich True Damage. Hat er True Damage? Da fehlt noch, oder? Quatsch, der könnte auch genauso ein Top-Laner sein. Okay, Viego charges up and then he dashes forward, hurling a blast of mist that stuns and damages the first enemy hit. Stun duration and mist range. Was ist mist range? Increases with charge time, damage and dash does not. Okay. Achso, wahrscheinlich die Grab Range. Oh, das ist diese Explosionsrange? Okay, normaler Gap Closer. I mean. Ja.
Das kann man einfach so instant nutzen. Das ist halt cool für Setup, ne? Herald Path. Viego spreads a wave of black mist around the nearby wall. While in the mist, Viego becomes camouflaged and gains attack speed and movement speed. Digga! Gib mir doch noch gleich einen Blowjob gleich mit! Guck dich mal an, wie groß das ist! Guck dich mal an, wie groß das ist! Guck mal, Leute, könnte er Champions einnehmen, würde das schon ausreichen. Gib ihm den Rest, klatschen, normales Kit hin, fertig. Nein, Mann, hier ist alles neu. Hier ist alles neu, fancy und überladen. Pff. Heartbreaker. Viego discards any bodies he's currently possessing. Kann er mehr als einen Körper kontrollieren? And teleports forward. Attacking the enemy champion in range with the lowest percentage health and dealing bonus damage based on their missing health. Other enemies in range are knocked away. Das ist ein Execute, oder? Kann er es auch benutzen ohne einen Körper? Ich kann es auch ohne Dingens nutzen? Ey, warte, Moment mal. Das heißt also, er ist eine Art Katharina Pike auf Steroide. Nee, er ist Silas auf Steroide mit einem Pike-like Execute, der Sustainy ist, der DPS hat, der auch critten kann. Was kann er nicht? Okay, er kann so. Oder? Warte mal, war ein Stannis Körper drin? Okay, nee, nevermind. Okay, doch, hier nutzt er es auch ohne Körper. Uff. Alter, was ist das? Und dann sieht er nicht mal aus wie ein Rune King, sondern wie ein fucking Rockstar. Er sieht aus wie Bill aus Tokyo Hotel. Nur nicht schwarze Haare und dann vielleicht ein bisschen männlicher. Like, what is this? Ich darf nicht mal seine Nippel sehen. Digga. Was ist aus League geworden? Also, jeder männliche Champion ist einfach hot as fuck. Ich krieg schon Minderwertigkeitskomplexe. Also... Aber was ist für ein Design? Dante von Devil May. Wie kommst du aus, dass es Dante ähnelt? Also, ich weiß nicht. Guck mal, Digga. Passiv ist fein, ne? Ist strong, aber es könnte so sein Kink sein, so mit anderen Leuten was einzunehmen. Okay, that's fine. Guck mal, cool, Leute. Bada bing, bada bum. Das Ding macht alles, was ein ADC gerne hätte: Damage, Sustain, Doppelhit, Crit und ein Dash. Damage-Scheiß, der alle hittet. So. Guck mal, seine W. Okay, ja, seine W ist okay. Seine W ist okay. So, juckt nicht. Juckt nicht. Ist fein. Ist fein. Ja. Seine E. Bumm. Okay, Digga. Neue Mechanik. Er kann so wie in StarCraft, wie bei den Zergs gab es die Queen, hieß glaube ich damals. Die konnte so einen Tumor spreaden. Und darauf waren die Zergs immer stärker. Mehr Movement Speed und Lifelink, wenn ich mich nicht irre. Digga, boom. Mach einen Champion mit Art dieser Mechanik. Ja. Und er kann selbst spreaden. Und irgendwann ist er auf der ganzen Map oder sowas. Yo, mega cool. Nein, Mann, Digga. On top noch. Digga, seine Ulti, die ein Execute ist, mit der er jedem Körper einnehmen kann, der ein Reset noch on top oben drauf hat. Und dann hielt er sich eh noch und was weiß ich auch alles. Ey, ich weiß nicht, Mann, Leute. Pff. Digga, Oreo Games. Ich schwöre euch, ich sag euch, was passieren wird. Dieser Champion wird mega populär. Wisst ihr warum? Weil er broken ist. Der ist komplett broken. Da ist alles broken. Ja? Dann wird Riot ihn mega hart nerven und sagen, oh mein Gott, Leute, ah, wir gehen gar nicht davon aus, dass dieser Champion so broken sein wird. Unser Gameplay-Team, was angeblich aus Dia 1, Master Challenger allem besteht, hat uns nicht gesagt, dass es so ist. Und dann warten wir ein halbes Jahr darauf, bis sie seine E-Range von 1000 Range auf 999 senken. Ja? Ich schwöre euch, bei Gott, bei Gott. Viel Spaß mit League, Leute. Viel Spaß mit League, wenn dieser Champion da ist. Wollte ich mal so gesagt haben. Okay. Dann back to my Coaching. Ja, ich wünsche euch echt viel Spaß.